Hallo, hier ist der Pressespiegel für Donnerstag. Lloyds Banking Group lahmt rund 9000 Arbeitsplätze oder rund ein Zehntel der gesamten Belegschaft zu streichen. Die Ankündigung erfolgt voraussichtlich am kommenden Dienstag im Rahmen des strategischen Geschäftsrückblicks von Bankchef Antonio Horta Osorio. Mehr Jobverluste bestätigen den andauernden Rückgang der Mitarbeiterzahl bei der Bank seit ihrem fast Zusammenbruch und Rettung im Jahr 2008-2009 auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Die Regierung hält immer noch einen Anteil von 25%, der von 39% reduziert wurde. Die Zahl von Niederlassungen soll auch zurückgehen. Die Bank betreibt derzeit mehr als 2000 Filialen landesweit unter Lloyds Bank, Bank of Scotland und Halifax Marken. Dies ist eine Reaktion auf das schnell wachsende Internetbanking. Lloyds beabsichtigt Stellen in Bereichen Hypothekenverarbeitung, Kontoeröffnung und Callcenter abzubauen. Laut BPA werden digitale Bankgeschäfte in der täglichen Höhe von fast 1 Milliarde mit fast 40 Millionen Handy- und Internetbanking-Transaktionen jede Woche abgeschlossen. Lloyds gab im vorigen Jahr seinen ersten Jahresgewinn seit der Finanzkrise auf, obwohl die Bank auch von Zahlungsschutzkosten und Multimillionen Bußgeld nach dem Libor-Skandal betroffen wurde. Ohne diese Kosten hat die Bank einen Realgewinn von 3,8 Milliarden Pfund im ersten Halbjahr verdient. Lloyds Aktien fielen um 0,8% auf 75,29 Pence auf Wiedersehen.